Geburtstag, viel Glück. Schönen guten Morgen von mir auch. Wir sind schon am S-Bahn in Nettenburg und fahren wir auf dem Zug. Wir sind pünktlich gekommen und trotzdem ist Sascha unzufrieden, weil das bedeutet zu viel Zeit im Hauptbahnhof. Da schauen wir gleich, ob das wirklich so viel Zeit wird. So Schatz, schau mal auf deine schöne Uhr. Wie spät? Es ist genau 10. Wann fährt der Zug? 30 Minuten haben wir am Bahnhof. 57. 57 Minuten, ne? Was machen wir jetzt die ganze Zeit? Kaffee trinken! So viel zu, wir haben keine Zeit. Nein, wir müssen alle los. Ne? Ja, ja. Bist du bereit für das Abenteuer Mobilitätszentrale? Deutsche Bahn? Rollstuhl? Mal schauen. Wir haben Verspätung. Ganz schön. Sehr viel. Und mein Körper ist auch am Zucken. Läuft bei uns. Was sagst du für erste Sekunde, wenn du dein Zimmer gesehen hast? Hat dir gefallen? Auf jeden Fall. Was ist sehr wichtig für dich in meinem Hotelzimmer? Ein sauberes Bett und ein Lüfter. So, und was ist dir wichtig an einem Hotelzimmer, wenn du mich schon so fragst? Also Sauberkeit ist für mich sehr wichtig. Das erste, was ich merke, ob am Bett so eine oberflächliche Decke oder diese komische Bett-Tagesdecke gibt. Wenn es sowas gibt, ist es für mich unhygienisch und dann würde ich die sofort wegnehmen und irgendwie ungemütlich im Bett schlafen. So, heute wollen wir mal ein bisschen durch Goslar wandern. Lecker, lecker, lecker.
Okay. Mit der Grubenbahn 500 Meter in den Berg gerade reingefahren. Für jeden Rollstuhlfahrer ein Traum, für einen Spaß durch den Alpen. Wir sind satt. So was von. Und in Goslar ist nichts los. In Hamburg wäre schon ein Alarm. Schatz, was hast du entschieden für heute in diesem schönen Wetter? Wir gehen schwimmen, duschen, auf Hoffnung. Dann noch mal, ne? Das gleiche Team.